so ist es mir eine wundervolle Ehre, euch heute begrüßen zu dürfen zur Christmas Production von C3 Leipzig. Ja, dieses Weihnachten ist anders, als wir uns alle vorgestellt haben. Ja, dieses Weihnachten ist spannender, für manche vielleicht einsamer. Aber wir glauben, dass diese Weihnachtsgeschichte unveränderbar ist. Das ist eine der besten Geschichten dieser Welt ist. Und so darf ich euch heute begrüßen zu The Story of Christmas, zu dem ersten Weihnachten. Und deswegen, herbei, o ihr Gläubigen. Zeit. Als Herodes König von Juda war, lebte in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, eine junge Frau namens Maria. Sie war verlobt mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, und dieser war Zimmermann. Sie war voller Vorfreude, sie beide, über die anstehende Hochzeit, und gemeinsam planten sie ihre gemeinsame Zukunft, hatten Vorstellungen und Wünsche für ihr Leben. Und nie hätte sie sich vorstellen können, dass alles anders geschehen würde. Es war ein Tag wie jeder andere. Sie ging arbeiten, sie traf sich mit Freunden, sie plante die Hochzeit und abends legte sie sich müde und zufrieden ins Bett.
Doch plötzlich wurde ihr ganzes Zimmer von einem gleißenden Licht durchflutet und ein Engel trat herein. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte der Engel Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie das sah und diese Worte hörte. Was ist passiert? Was passiert hier gerade? Ist das ein Traum? Ich habe doch noch gar nicht geschlafen. Und da sprach der Engel zu ihr. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Diesem sollst du den Namen Jesus geben. Dieser wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids geben. Er wird über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Aber wie soll das passieren? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet, antwortete sie. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird dieses Kind heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und der Engel sprach weiter. Maria, dieses Kind von dir wird eines Tages auf Wasser laufen. Dieses Baby wird eines Tages alle Söhne und Töchter erretten. Dein Sohn wird alles erneuern. Maria, das Kind in dir ist die Rettung der gesamten Schöpfung. Mary, did you know that your baby boy one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you child that you deliver will soon deliver you? Oh, Mary, did you know? Am nächsten Morgen dachte sie zuerst, es sei ein Traum. Es brauchte einige Wochen, bis sie realisierte, dass sie wirklich schwanger war. Und dann kam diese Frage. Wie soll ich es meinem Verlobten erzählen? Wie soll ich Josef das beibringen? Er wird die Verlobung auflösen. Und er wird, der ganze Ort wird davon erfahren. Und sie werden mich Ehebrecherin nennen. Mein Leben, wie ich es kenne, wird vorbei sein. Wird er mir glauben? Der Engel sagte doch, dass mir eine große Freude zuteil geworden ist, aber es fühlt sich an wie eine schwere Last. Wie soll ich es ihm sagen? Was könnte ich sagen? Wie wird er reagieren? Gott, bitte hilf mir. Und dann nahm sie endlich allen Mut zusammen und traf sich mit Josef. Und natürlich redeten sie erst über belanglose Sachen. Sie planten sogar die Hochzeit weiter. Und Maria begriff, dass es keinen guten Moment geben wird. Es wird nicht diesen einen perfekten Moment nehmen. Also nahm sie allen Mut zusammen und erzählte ihr, was der Engel gesagt hatte, dass der Engel erschienen ist, dass sie sich sicher ist, dass sie wirklich weiß, dass sie schwanger ist. Aber all diese Dinge spielten keine Rolle, denn sie sah, wie es dem Mann, den sie über alles liebte, das Herz brach, ihm Tränen in die Augen stiegen und er nach Worten ringt. Und als er schweigend aufgestanden ist, und den Raum verließ, wusste sie, dass er ihr nicht glaubt. Und Josef liebte Maria wirklich. Aber was sollte er sonst tun, als die Verlobung auflösen? Und alles, woran er denken konnte, ist, dass sie einen anderen hatte und jetzt diese wilde Geschichte sich ausdachte. Aber weil Josef Maria so liebte, wollte er sie nicht bloßstellen und überlegte, dass er die Verlobung heimlich auflösen würde. So würde das Dorf davon nichts mitbekommen und jeder könnte seine Wege gehen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und als Josef aufwachte, folgte er den Anweisungen sofort und heiratete Maria. Und so ergab es sich aber zu einer Zeit,
dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht David war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollten. Aber in Bethlehem gab es keinen Platz. Jedes Gasthaus, jeder einzelne Zimmer, jedes Haus war ausgebucht. Und so suchten und suchten sie und sie fanden nur einen Wirt, der ihnen einen Platz anbot. Ein Stall. Denn was anderes fanden sie nicht. Also was hätten sie sonst nehmen sollen? Und in wen zogen sie in diesen Stall? So kam es, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter dieser Welt, in einem Stall geboren worden ist. Und so nahm sie das Kind, wickelte ihn in einer Krippe und schaute ihn an. Bist du wirklich der Messias? Und Maria konnte nicht ahnen, dass dieses Baby eines Tages Blinde wieder sehen lässt, dass er mit seinen Händen Stürme zum Schweigen bringen wird, dass er dort wohnen wird, wo die Engel wohnen und Gott selber thront. Sie konnte nicht wissen, dass wenn sie ihr Baby küsst, dass sie das Angesicht Gottes küsst. Maria wusste nicht, dass ihr Sohn die ganze Welt geschaffen hat, dass er der König der Könige ist, dass er das Lamm Gottes ist, was für unsere Schuld sterben wird. Denn das Kind auf ihrem Arm ist Gott, der Herr. Did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is walked where angels trod? When you kissed your little baby, you kissed the face of God. Oh, Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will lead, the dumb. Your baby boy is Lord of all creation. Oh, Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby währenddessen sind wir auf einem Feld nicht weit weg von Bethlehem.
Hirten, die sich am Feuer wärmten. Hirten hatten in dieser Gesellschaft keinen guten Stand. Nicht nur, weil sie die ganze Zeit draußen waren, sie nach Schaf rochen und den staubigen Dreck der Steppe in ihrer Kleidung hatten. Nein, Hirten wurden als niedrig angesehen. Keiner gab ihnen Ehre oder Wertschätzung für das, was sie taten. Niemals würden sie eingeladen werden für einen bedeutenden Moment. Niemals würde sie zu einer Geburt von einem König eingeladen werden. Aber diese Außenstehenden, die Menschen, die nicht angesehen sind, diejenigen mit Problemen und Sorgen, diejenigen, die sonst nicht eingeladen werden, für genau diese Art von Menschen ist Jesus in diese Welt geboren worden. Und diese Hirten werden das bald herausfinden. Denn während sie am Lagerfeuer saßen und bei ihren Tieren Wachen hielt, stand plötzlich ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich waren bei dem einen Engel große Scharen des himmlischen Herrn aufgetaucht. Sie priesen und riefen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei dem Menschen seines Wohlgefallens. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, standen die Hirten dort. Staunend schauten sie sich an. Und ohne zu zögern, packten sie ihre Sachen und zogen los. Denn sie wollten diesen Heiland unbedingt kennenlernen und keine Minute zögern. Wer ist dieser Christus? Und wieso ist der Engel uns zuerst erschienen? Fragen über Fragen begleiteten sie auf dem Weg nach Bethlehem und sie waren voller Erwartung. Ja, sogar Vorfreude auf diesen Christus. Denn jeder,
kannte die Prophezeiung über einen Messias aus den alten Schriften, die schon Hunderte, Tausende von Jahren alt waren, die einen Messias prophezeiten, einen Retter, einen König. Und jeder hoffte, jeder träumte, dass dieser Messias kommen wird und das Volk aus der Unterwerfung der Römer nun befreien würde. Aber ein Baby, ein König in der Krippe, ein Messias in Windeln. Und wieso haben sie als erstes davon erfahren? Und dann erblickten sie Bethlehem. Und dort war dieser Stall. Und während sie sich näherten, spürten die Hirten, dass an diesem Ort etwas anders ist, etwas Besonderes davon ausging. Sie konnten es kaum erklären, aber mit jedem Schritt, den sie näher an diesem Stall kamen, spürten sie etwas. Dieser Ort war anders, etwas Besonderes, etwas Heiliges ist hier passiert. Etwas Unbegreifliches, etwas Unglaubliches, etwas Unvorstellbares. Und als sie endlich an dem Stall angekommen waren, als sie dieses Baby in der Krippe sahen, da wussten sie, dies ist der Sohn Gottes, der lebendige Gott. Dies ist der Messias, dies ist der Heiland. Gott ist hier, er liegt dort. Und sie merkten, dieser Stall, diese Krippe, hier verändert sich alles. Gott schreibt eine neue Geschichte, dass es ein heiliger Ort ist, ein geweihter Ort ist, dass es ein heiliger, geweihter Grund ist. Das ist heilig, geweihter Grund. Du bist heilig, erhoben Gott. Das ist heilig, geweihter ist heilig und nah bei uns. Und ich stehe wartend hier. Hey, ich warte, such nach dir. Fühl mich hin.
Keiner hätte geglaubt, dass der Retter dieser Welt in einer Krippe geboren wird, in demütige Umstände, als Sohn eines Zimmermanns. Hörten ihn als erstes begrüßen. Aber warum ist das so, dass Gott seinen Sohn, den Heiland, auf diese demütige Umstände in diese Welt gebracht hat? Ich glaube, weil es dadurch am persönlichsten ist. Denn ich glaube, dass das Wirken Gottes am kräftigsten ist, wenn es am persönlichsten in deinem Leben ist. Wie bei Elia, der Prophet Gottes, der in einer Höhle ist. Und wie viele von uns fühlen sich gerade in der Höhle gefangen. Und wir sehen, wie Elia, der Mann Gottes, in dieser Höhle ist. Und wie er nach Gott ruft und er aus dieser Höhle tritt. Und wir sehen, wie das Feuer, wie Feuer den Himmel erfüllt. Aber Gott war nicht in dem Feuer. Wir sehen, wie ein Sturm kommt, ein lauter, tosender Sturm. Aber Gott war nicht in diesem Sturm. Wie ein Erdbeben, die Erde erzitterte, aber Gott war nicht in dem Erdbeben. Denn da war ein leises Säuseln, ein Flüstern. Denn Gott flüsterte zu Elia. Und damit verband er seine Augen und wusste, dass Gott da ist, dass er in der Gegenwart Gottes angekommen ist. Gott war im leisen Säuseln, weil er flüsternde. Und ich glaube, dieses Weihnachten ist ein Flüstern Gottes. Das erste Weihnachten ist ein Flüstern Gottes in diese Welt. Und ich bin denen nah, die sich ausstrecken. Vielleicht ist das, was Gott dir heute sagen möchte, dass wenn du dich nach ihm ausstreckst, denn wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Wie die Hirten, die zur Krippe gekommen sind. Oder wie die drei Weisen, die Sterndeuter, die später zu Jesus kamen, die einen langen Weg auf sich genommen haben. Wofür? Um ihn anzubeten, um ihm die Ehre zu geben und ihm Geschenke zu bringen. Geschenke überaus praktisch für diese Familie. Aber mehr noch, Geschenke, die prophezeien, wer Jesus sein wird. Myrrhe, dass er das Lamm Gottes ist, das geopfert werden wird für unsere Sünden. Weihrauch, dass er der hohe Priester ist, der für uns vor Gott einsteht. Und Gold, weil er der König der Könige ist, der König aller Könige. Aber dieses Baby ist nicht nur Mensch geworden, ist nicht nur der Mensch gewordene Gott. Ich glaube, er ist ein persönlicher Gott, der dich sucht, egal auf welchem Feld, egal auf welchem Ort oder in welcher Höhle du dich gerade befindest. Er ist der Retter dieser Welt, der dir begegnen möchte, auch in diesem Weihnachten, auch in einem Weihnachten, in einem Lockdown. Er dir begegnen möchte, wo du bist. Denn uns wurde ein Kind gegeben, ein Baby in diese Welt geboren. Und die ganze Welt ruht auf seinen Namen. Also lasst uns jubeln, denn durch ihn erhalten wir Gnade. Denn sie werden ihn nennen: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, den Friedensfürst. Denn es gibt keinen größeren Namen, kein Ende zu seinem Reich. Jesus ist der König dieser Welt. Himmel und Erde sollen gemeinsam verkünden: Jesus ist der König aller Könige. Unto us. Unto us a son is given, unto us a child is born, all the earth will rest upon his name, jubilation. Entrance of praise. He shall be called Wonderful Counselor. He shall be called Almighty God. He shall be called Everlasting Father.
shall be called Prince of Peace, Lord of Lords. Unto us. In dieser Welt, wie Gott heute sagen möchte, ich bin nah. Und alles, was wir benötigen, um diese Gnade und Liebe zu erhalten, ist unser Herz, ihm zu öffnen. Das ist das, was Römer 10, Vers 9 sagt. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und mit unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werden wir gerettet werden. Ich glaube, dass heute einige zuschauen, die weit weg sind von Gott. Vielleicht noch nie Gott kennengelernt haben oder aus dieser Beziehung herausgekommen sind. Und ich möchte dir sagen, wir tun das hier wegen euch. Denn wir hoffen, wir beten, wir möchten, dass du dadurch heute das Flüstern Gottes hörst. Das Flüstern Gottes in dein Leben, in deine Situation und in deinem Herzen hörst. Der Schreiber des Hebräerbriefs beginnt sein Schreiben damit, dass er sagt, viele Male und auf verschiedene Weise hat Gott in der Vergangenheit durch die Propheten gesprochen. Jetzt spricht er aber durch seinen Sohn, denn er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Was bedeutet das, wenn du Jesus anschaust, siehst du das Abbild Gottes. Du siehst Gott, du siehst Immanuel. Und als Gott der Menschheit verkünden will, wie er ist, wer er ist, was tut er? Er flüstert und gibt ein Baby in eine Krippe. Denn was passieren kann in unserem Leben, wir finden uns wie damals Elia in einer Höhle, gefangen in einer Höhle aus Angst, aus Sorgen, aus Süchten, aus Einsamkeit, aus Hoffnungslosigkeit, aus Verzweiflung, Isolation, einen Lockdown. Du kannst viele Mauern aufbauen, um Gott aus dieser Höhle herauszuhalten. Aber ich möchte dir heute sagen, dass egal wie sehr du versuchst, Gott rauszuhalten, sein Flüstern möchte dich finden. Er möchte dich finden. Gott möchte dich finden, um dir Grund zu geben, Bestimmung zu geben. Er möchte dir Vergebung zusprechen und seine Liebe geben. Denn er findet dich. Denn dieser Gott, der hat so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Dass der Sohn Mensch geworden ist. Für dich an einem Kreuz gestorben ist. Dass er wieder auferstanden ist, damit du ihm nachfolgen kannst. Er findet dich. Denn da gibt es keinen dunklen Ort, den er nicht mit Licht erfüllen wird. Es gibt keine Berge, die er nicht erklimmen wird, um dich zu finden. Keine Wand, die er nicht einreißen wird. Keine Lügen, die er nicht zum Schweigen bringt, um dich zu finden. No shadow you won't light up. The mountain you won't climb up.
Gott möchte dich finden. Und ich glaube, dass diese Weihnachten so anders ist als alle vorherigen. Er dir etwas zuflüstern möchte. Er dir zuflüstern möchte, dass er dich liebt. Dass er an deiner Seite ist. Dass er mit dir im Sturm, mit dir im Feuer, mit dir in der Scheidung, mit dir in der Trennung, mit dir in der Trauer, mit dir in dieser aktuellen Season, mit dir im Leib ist. Vielleicht möchte er dich heute daran erinnern, dass es keine Sünde gibt, die du getan hast, die er nicht vergeben kann. Keine Sünde, keine Scham, die du vor ihm verstecken kannst, die er nicht sieht. Und er liebt dich trotzdem. Egal, was du getan hast, egal, wie es dir geht, er liebt dich trotzdem. Und hat mehr für dich bereit. Und ich möchte dich heute ermutigen und dich einladen, heute hinzuhören, auf das Flüstern zu hören. In Hebräer 3, Vers 15 heißt es, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließe nicht dein Herz. Heute, wenn du das Flüstern Gottes in deinem Leben hörst, möchte ich dich einladen, nicht dein Herz zu verschließen. Ich möchte dich einladen, da wo du gerade bist, dich zu öffnen für ihn. Denn es ist ein lebendiger Gott. Es ist ein Gott, der so nahe ist. Deswegen kann er flüstern. Es ist ein Gott, der dich über alles liebt. Und wenn du heute sagst, du das Flüstern heute hörst, dann möchte ich dich einladen, Gott in dein Herz einzuladen. Dein Leben Jesus zu geben, wie wir es nennen. Was es bedeutet, ist, ja zu ihm zu sagen. Ja zu seiner Vergebung. Ja zu den Dingen, die er für dich bereit hat. Hineinzutreten in ein Leben von seiner Bestimmung. Denn das ist der Grund, warum Jesus in dieser Krippe lag. Damit jeder, der an ihn glaubt, damit jeder, der seinen Namen annimmt, ewiges Leben haben kann. Warum? Weil er der hohe Priester ist. Weil er das Lamm Gottes ist, weil er der König aller Könige ist, der für dich in diese Welt gekommen ist. Und wenn du das jetzt bist, dann möchte ich dich einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen. Ja zu sagen zu Jesus, seine Vergebung jetzt anzunehmen und ihn Herrn deines Lebens zu machen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er gebe dir seinen Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten. Sei gnädig mit dir, sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten. Sei gnädig mit dir.
Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, hier vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst, wenn du jubelst. Er ist für dich, 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 er ist für dich. Amen. 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 So beten wir, dass der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, mit dir geht. Dass er dich begleiten wird über diese Weihnachten. Und wir beten, dass du die gesegnetsten Weihnachten hast, trotz dieser Situation. Und wir wünschen dir alles Gute, seinen Frieden. Und wir freuen uns darauf, dich im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen in unseren Gottesdiensten. Und wünschen dir ein großartiges Weihnachten.